Hallo, heute mit dem Rezept von Susanna Dobersberger aus St. Veit im Mühlkreis. Und Susanna hat eingeschickt Couscous-Leibchen mit Gemüse gebraten. So, dazu wird Gemüse, also in dem Fall steht im Rezept Zucchini und Karotte, fein gerieben. Das habe ich hier in den Topf schon gemacht. Ein paar Zwiebeln, kleine Frühlingszwiebeln und in dem Fall sind es Schalotten, nicht Frühlingszwiebeln, und Knoblauch angeschwitzt. Und die Leibchen werden dann eben mit Couscousmehl, Topfen, Ei und diversen Kräutern gewürzt. Zum Couscous, Grundbestandteil der nordafrikanischen Küche, so ein Hartweizengrieß, eigentlich so die Polenta der Nordafrikaner, wenn man so will. Ganz einfach zuzubereiten, ein paar Minuten köcheln lassen und dann gleich kann man schon abdrehen und weiter ziehen lassen. Wird natürlich gerade in der nordafrikanischen Küche fast als Hauptbeilage eingesetzt, kann man auch gut kombinieren. Kann man ins Indische reingehen, ins Asiatische mit Lemongrass, mit Ingwer zum Beispiel. So, da kann jetzt schon der Topfen dazu, das Ei, Salz, Pfeffer, dann habe ich hier noch ein bisschen Basilikum, es könnte natürlich jetzt auch Thai-Basilikum sein, klein hacken, wie gesagt ein bisschen Curry, dann kommt ja noch der Couscous dazu und eben ein bisschen Mehl, wie viel? Ich glaube, das macht man nach Gefühl. Ich staub es da mal ein bisschen, das sollte eigentlich reichen. Mit dem Couscous muss das eigentlich dann, merkt man eh schon, wenn es hier ein bisschen eine Bindung kriegt. Dazu schreibt Susanna ein Dip aus Sauerrahm mit Kräutern. Steht zwar nicht im Rezept, aber ich mache bei so Dips immer gerne einen kleinen Klecks Joghurt dazu, damit es nicht ganz so fett wird. Und dann nehmen wir jetzt auch die frischen Kräuter, in dem Fall Schnittlauch, Petersilie. Könnte man jetzt eigentlich auch ein bisschen mit einem kleinen Schuss Curry da auch noch unterstützen. Salz, Pfeffer. So, dann tue ich noch einen kleinen Schuss Olivenöl dazu und ein bisschen Zitronenabrieb. Das kombiniert mit dem Curry gibt dem noch so ein bisschen eine knackige, frische Note. Und eigentlich braucht es Schärfe. So, jetzt sollte der Couscous fertig sein. Meistens, wenn er fertig ist, ist er richtig schön kompakt. Dann kann man ihn wunderbar trennen. Man sieht sofort von der Konsistenz her perfekt. Wer mag, kann jetzt noch ein bisschen Butter dazu tun. Würzen müssen wir nicht. Haben wir ja eh genug. Und jetzt mischen wir da den Couscous drunter. Falls Ihnen ein bisschen was vom Couscous wie bei mir jetzt überbleibt, kann man ohne weiteres am nächsten Tag noch essen, in die Suppe reintun, neue Leibchen machen. So, die Masse schaut super aus. Da werden wir jetzt Leibchen formen und die in ein bisschen Öl, nicht allzu scharf, aber goldbraun rausbraten. Und jetzt sind die Gemüseleibchen schön braun, kross gebraten. Holen wir sie raus. Machen wir vorher vielleicht noch ein Joghurtbett. Dann habe ich mir gedacht, tue ich da noch ein bisschen Feta-Käse drüber bröseln. Das passt sicher auch sehr gut. Ein bisschen eine Deko. Und fertig sind Susannas Couscous. Gemüseleibchen mit einem frischen Sauerrahm-Dip. Viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch schmecken. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Danke, Susanna. Schon gut.